Hallo, ich bin die Nicole, Thriller-Autorin und absolute Bücherliebhaberin. Heute rede ich über das Thema Community Times und warum diese oft mehr schaden als nutzen. Für den Fall, dass du nicht weißt, was das ist, erkläre ich es dir jetzt ganz kurz. Ich kenne das jetzt vor allem von Instagram. Da macht ein Blogger, Autor einen Beitrag und das ist eine Community Time. Da können sich Leute, die wollen, drunter vorstellen. Und man schaut bei den anderen vorbei, die kommentiert haben und liked die Bilder, kommentiert. Eventuell findet man coole neue Profile, denen man folgen kann und lernt einfach coole Leute kennen. Finde ich persönlich eine sehr coole Sache, mache ich gerne immer mal wieder mit und habe ich selbst auch schon ein paar Mal veranstaltet, weil ich habe dadurch einfach so viele coole neue Autoren, Autorinnen und Blogger kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte. Jetzt fragst du dich sicher, was denn daran nicht gut ist und mehr schadet als nutzt, wenn ich jetzt so gut davon rede. Und zwar ist es oft so bei so Community Times, dass da sehr viele Leute kommentieren und man will bei möglichst vielen vorbeischauen. Also erlebe ich so, dass man bei vielen vorbeischaut, viele schauen bei dir vorbei und man, also die Regel ist oft, dass wenn jemand bei dir vorbeigeschaut hat, sozusagen musst, darfst du auch bei der Person vorbeischauen. Und dann ist es leider ganz oft der Fall, dass man einfach auf das Profil der Person geht, keine Ahnung, 10, 12 Bilder, Reels einfach schnell liked und weitergeht. Und das ist schädlich, weil wenn du mehr als 3, 4 Bilder, Reels aufs Mal likest, dann wird das vom Algorithmus als Spam gewertet und die Reichweite dieser Person wird dann gedrosselt. Und vor allem, wenn da etwa 10, 20, keine Ahnung, 50 Leute aufs Mal kommen und das einfach alles so durchliken, das ist dann eine Katastrophe. Und vor allem bei Reels, also das sind so kurze Videos oder lange Videos, wenn man da eine Sekunde drauf geht, das liked und weitergeht, dann wird das Reel auch vom Algorithmus als uninteressant gewertet, weil man direkt weitergeht. Und ja, einfach viel zu oft, finde ich, geht es da viel zu sehr darum, einfach zu liken möglichst viel, anstatt wirklich sich mit ein paar wenigen Profilen, die einen interessieren, wirklich mal die anzuschauen, zu interagieren und eben eventuell coole neue Leute kennenzulernen, sondern es geht mir einfach so um Massen-Likes und ja, das ist ein bisschen schade und eben es ist auch schädlich. Und ein weiterer Punkt, ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel du kriegst durchschnittlich vielleicht 3 bis 5 Likes am Tag jetzt für ein Bild und dann kriegst du in einer Stunde 50 und dann wieder gar nichts mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sozusagen verdächtig gewertet wird und dass es teilweise vielleicht sogar vom Algorithmus damit in Verbindung gebracht wird mit diesem Post und dass dann auch deine Reichweite gedrosselt wird. Aber ich weiß es nicht. Und ja, also wenn du bei so einer Aktion mitmachst, stell dir immer die Frage, was willst du erreichen? Willst du einfach nur möglichst viele Likes? Und vielleicht kannst du das auch hinterfragen, wieso du das willst, weil eben es kann teilweise mehr schädlich sein als nützen. Brauchst du das einfach für dein Selbstwertgefühl oder für den Dopaminkick oder denkst du, dass das so dich pusht? Oder bist du wirklich da, weil du einfach deine neue Profile kennenlernen willst, dich ein bisschen vorstellen willst? Genau, die Intention dahinter ist sicher wichtig. Und du kannst ja da den Anfang machen, dass du zum Beispiel wirklich nur bei Profilen, also Leuten vorbeischaust, die dich irgendwie ansprechen, interessieren, dass du wirklich nicht mehr als 3 Bilder likes, dass du ein Reel auch durchlaufen lässt und wenn es ewig lange dauert, halt wenigstens 10, 20 Sekunden irgendwie, dass du vielleicht was kommentierst. Übrigens speichern, das ist im Moment wichtiger als liken, das gilt als neues Super-Like, weil es wird dann vom Algorithmus so gewertet, dass es so wichtig ist, dass man es speichert, um es nochmal anzuschauen. Darum bringt das aktuell mehr als liken auf Instagram und TikTok auch. Und ja, ich dachte mir, wenn ich wieder mal so eine Community Time mache, also will ich auf jeden Fall irgendwann wieder machen. Wobei jetzt in den nächsten Wochen nicht, weil ich finde es sehr anstrengend, weil man verpflichtet sich dann auch oft bei allen vorbeizuschauen. Und wenn da teilweise 50 Leute dabei sind, ist das echt anstrengend dann bei allen vorbeischauen. Und vor allem, wenn man es so schön nachhaltig machen will, dass es den Leuten wirklich was bringt, dann dauert das auch noch ein wenig länger, als einfach schnell da drauf, 3 Sekunden alles durchliken und weiterzugehen. Aber ich will es auf jeden Fall wieder machen und dann will ich so eine nachhaltige Community Time machen, so dass man wirklich nicht bei allen vorbeischauen muss, sondern dass man sich wirklich darauf hinweisen, die Leute, weil die meisten wissen das gar nicht, eben, dass es kontraproduktiv ist, einfach durchzuliken.
sondern dass man wirklich sich mit wenigen Profilen dafür tiefer auseinandersetzt. Hier auf YouTube würde es aktuell keinen Sinn machen, da wir bisher 18 Leute sind. Und ja, ich denke, die wenigsten haben da aktuell Lust mitzumachen. Viele haben bisher vielleicht auch gar noch keinen Content auf YouTube. Genau, aber ich denke, wenn wir hier mehr Leute sind, die auch selbst Content machen, dann wäre das sicher auch mal interessant. Aber aktuell denke ich eher auf Instagram und vielleicht TikTok wäre das für euch interessant. Und dann interessiert mich, ob du damit Erfahrungen gemacht hast und wie du Community Times findest. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und bis bald wieder.